liebe Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurer Legung heute. Wir schauen heute, wohin ihr euch entwickeln werdet. Und das wird ein wenig mehr ins Spirituelle gehen, als ich das sonst tue. Ein bisschen mehr ins Experimentelle, aber ich möchte das hin und wieder auch auf dem Kanal integrieren. Darum freue ich mich sehr, dass du auf dieses Video geklickt hast. Und du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Jungfrau ist. Ein kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen. Dies ist keine persönliche Legung. Nimm dir daher also wirklich nur das, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest gehen, okay? So, wir beginnen mit den Tarotkarten und zwar werfen wir einen Blick in eure Vergangenheit bzw. die Energie, aus der ihr kommt. Da könnt ihr schon mal sehen, ob das miteinander übereinstimmt. Und Jungfrau, wo kommt ihr gerade her? Wir kommen aus den vier der Kelchen. Meine Nase kitzelt. Ob ich niesen muss? Im Moment, okay, vielleicht doch nicht. Ihr fühlt euch ein bisschen gelangweilt, vielleicht auch ein bisschen stagnierend. Vielleicht habt ihr momentan das Gefühl, dass keine guten Angebote in Sicht sind. Also, vielleicht sucht ihr gerade eine neue Arbeit oder eine Wohnung oder vielleicht seid ihr auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin und ihr habt einfach das Gefühl, wow, da ist nichts auf dem Markt, was mich interessieren würde. Okay, das kommt vor. Vielleicht ist es aber auch die vergangene Energie und wir sind schon in der neuen. Wir schauen mal weiter. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist auf jeden Fall eine sehr selbstbewusste Energie. Also ich kann euch auf jeden Fall schon sagen, ihr wisst auf jeden Fall, was ihr wollt. Und das, was ihr da bekommt, ist es nicht. Also nochmal eine Bestätigung, ihr seid sehr, sehr eurer selbstbewusst. Ja, also selbstbewusst, ihr seid euch euer selbstbewusst. Und ihr wisst, was ihr wollt, was ihr nicht wollt, womit ihr, was ihr vertragen könnt und was nicht. Und wenn jemand diese Regeln sozusagen verletzt, dann ist diese Person weg vom Fenster oder eben, wenn ihr euch die Arbeitsstellen anguckt, die euch einladen zum Vorstellungsgespräch und ihr fragt dann eure geschickten Fragen und das passt nicht mit euren Werten überein, dann sagt ihr, das ist nichts für mich. Und das ist, finde ich, eine sehr gesunde Einstellung, ja. Also man sollte definitiv seine Werte verteidigen. Ja? Da ist nichts Arrogantes bei oder so. Solange man niemanden angreift. Ne? Das ist natürlich immer klar. Ne? Es gibt ja Leute, die, die angesprochen werden und dann sagt man, du hässliches Ding, guck dich mal an, wie du aussiehst. Das muss man jetzt nicht machen. Ja, das ist auch, das wäre arrogant. Wenn man aber sagt, es ist sehr lieb, dass du versuchst, mich einzuladen, aber ich bin nicht interessiert, dann ist das absolut keine Arroganz, sondern einfach nur Selbstschutz. Ja? Wo kommt Jungfrau gerade her? Die Sieben der Schwerter wollte nicht ganz rauskommen, wollte rauskommen, aber nicht ganz. Wir haben das Ass der Stäbe. Die Sieben der Schwerter, ja, wie gesagt, ne, vielleicht liegt das in eurer Vergangenheit, also noch weiter zurück. Ja, das ist jetzt das Unmittelbare natürlich. Ne? Aber das kann sein, dass in der Vergangenheit, dass ihr eine Situation hattet, in der ihr betrogen worden seid. Ja, also eben von einem Partner, von einer Firma, von einem Vermieter oder ähnliches, ja, worauf sich das hier beziehen lässt. Und daher, ihr habt euch da sehr stark schon entwickelt. Also es ist nicht so, dass ihr nicht an euch gearbeitet habt, das sehe ich hier sehr wohl. Ja, die Königin der Stäbe, die wächst normalerweise nicht so auf dem Baum, sondern da muss man tatsächlich auch an sich arbeiten. Von daher, ihr habt da schon das richtige Ziel im Auge, ja, und ihr seid auf der Suche nach einem Neuanfang, ja, aber wie gesagt, da ist noch nicht so wirklich das dabei, was euch zufriedenstellen würde und was euch glücklich machen würde, aber
Ich finde, ihr macht das Gold richtig. Das muss ich direkt schon mal sagen. Ja, ihr steht zu euren Prinzipien, ihr steht zu euch. Ja, das ist eine große Portion Selbstliebe. Und ja, es darf halt, ne, dass das kommt, darf halt nicht unter eurem Maßstab liegen. Und das finde ich absolut korrekt. So, dann schauen wir doch mal, wohin es denn jetzt geht. Wohin ihr euch entwickelt, wohin sich die Situation entwickelt. Also ist auch ein bisschen Orakel dabei, nicht nur Spirituelles, ja. Schauen wir mal. Wohin entwickelt sich Jungfrau von hier an? Haben wir direkt zwei Karten. Oh ja, wir haben den Neubeginn schon da liegen, ja, den ihr sucht. Brandneuer Beginn, den ihr sucht, das wird auch kommen. Ja, also habt da keine Angst. Ich kann nicht sagen, wie lange das dauern wird, aber dennoch habt keine Angst, dass da irgendwas an euch vorbeizieht, denn diese Person oder dieser Job oder was auch immer ihr gerade sucht, das Richtige ist halt einfach noch nicht dabei gewesen. Ja, vielleicht habt ihr so ein paar Freunde oder ein paar Familienmitglieder, die sagen, na, nun schraubt doch mal deine Maßstäbe runter. Nein, tut das nicht. Ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Und das, was reinkommt, wird wundervoll sein. Aber ich habe mal eine sehr schöne Aussage gehört von einem so einem Beziehungscoach. Der hat gesagt, ja, viele Frauen beschweren sich, weil er macht hauptsächlich, arbeitet der mit Frauen. Er sagte, ja, viele Frauen beschweren sich immer, warum dauert das so lange, bis ich den richtigen finde? Und dann hat er gesagt, Schätzchen, du bist was ganz Besonderes. Warum glaubst du, dass du sofort jemanden finden kannst, der genauso besonders ist wie du. Okay? Und genau das ist das auch. Es braucht halt seine Zeit, bis man jemanden gefunden hat, der perfekt zu dir passt. Und ich denke, ich meine, Perfektion ist immer, ne? Aber dass die Kompatibilität super ist. Und darauf, oder vielleicht auch der Job, ne? Aber die Kompatibilität muss stimmen, egal ob es Job ist, Lebenssituation, Beziehung, bla 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 bla. Ich sehe das für euch und das ist absolut goldrichtig. Und dann haben wir nämlich die Wahrheit, ja? Also sprich deine Wahrheit, leb deine Wahrheit. Du bist hundertprozentig auf dem richtigen Weg. Du machst es genau richtig, ja? Stehe zu deiner Wahrheit, verteidige deine Wahrheit. Und darum geht es momentan. Alles andere ist nebensächlich. Wer da kommt, was da kommt, lass es vorbeiziehen, wenn es nicht für dich ist. Es geht im Moment nur darum, dass du zu dir selber stehst und deiner Wahrheit. Okay? Alles andere ist zweitrangig. Also lasst die Leute reden, ne? Die versuchen, euch irgendwie zu überreden, doch irgendwas zu machen, was ihr nicht möchtet. Das ist schon genau richtig so, was ihr tut. Dann haben wir den Ausdruck Miss Saraswati, sei mit Freude kreativ. Also vielleicht ist es auch das, wo euer Fokus hin soll, Kreativität, ja. Also vielleicht dürft ihr euch mehr kreativ ausdrücken, ausleben. Ja, Kreativität muss nicht unbedingt mit Kunst zu tun haben, hat es natürlich sehr oft gerade mit Saraswati. Sie ist eine Göttin der schönen Künste. Na, wie man sieht, sie spielt die Sitar, glaube ich, ist das. Und von daher natürlich, falls ihr ein Musikinstrument spielt, dann ist das eine Bestätigung, dass ihr das auch gerne mehr tun dürft, ja, und macht das, was euch Spaß macht. Macht mehr von dem, was euch Spaß macht. Denn das gibt euch genau die richtigen Vibes, um auch die Person oder den Job anzuziehen oder das Haus, ja, was zu euch passt. Je höher eure Frequenz, desto höher ist die Frequenz auch der anderen Dinge, die zu euch kommen. Ja, von daher steigert eure Frequenz. Und Kreativität, wie gesagt, muss nicht unbedingt schöne Künste sein. Es kann auch eine kreative Problemlösung geben. Ne? Kreation bedeutet ja einfach nur, dass man etwas erschafft. Und das muss nicht unbedingt künstlerisch sein. Ja, vielleicht erschafft ihr euch auch eine schöne Umgebung, indem ihr eure Wohnung hübsch einrichtet oder euch ein neues Auto kauft oder euer Auto umlackieren lässt und ähnliches. Das ist auch eine Kreativität, ja, denn ihr erschafft euch einen schönen Raum, ein schönes, ja, eine Gestaltung eines Lebens zum Beispiel. Das kann es auch sein.
Vielleicht trennt ihr euch auch von Freunden und sucht euch neue Freunde, ja, vielleicht macht ihr neue Hobbys. All das kann kreativ sein, wenn es wirklich in auf einem bewussten Level passiert. Von daher macht mehr von dem, was euch gut tut. Okay? So, wohin entwickelt sich Jungfrau? So, wir machen nur die, die sich umgedreht hat erstmal, den Dragon Slayer, also die Drachenhöhle. Und die Drachenhöhle ist eine Abenteuerkarte. Ja, die Karte sieht gefährlich aus und wie ihr seht, da hinten kommt auch der Drache. Das ist auch gefährlich, aber ihr wollt ja den Schatz, den der Drache versteckt hält in seinem Schloss. Okay, also von daher, das kann sich gefährlich anfühlen. Vielleicht bist du auch allein auf weiter Flur, aber du bist dein eigener Held, deine eigene Heldin in deiner Geschichte. Okay, das, was du dir vornimmst, das wird passieren und das, wohin du dich traust, das wird auch belohnt werden. Okay, also wenn du dich traust, deinen Traumjob zu ergattern, dann wirst du den Traumjob bekommen. Wenn du dich traust zu warten, bis der Traummann oder die Traumfrau vor der Tür steht, klar, ihr müsst immer was dafür tun, ne? Ich sage jetzt nicht, ihr bleibt zu Hause, esst eine Tüte Chips und dann klingelt es bei euch, sondern natürlich, ihr müsst dann auch mal rausgehen, ne? So ist das nicht. Aber ihr müsst nicht irgendjemanden nehmen, der sagt, ich bin interessiert an der Jungfrau. Ja? Wenn das nicht zu euch passt, dann müsst ihr nicht. Aber natürlich, ihr sollt schon offen sein und ihr sollt mal vor die Tür gehen. Ne? Aber eben, je mehr ihr sagt, je mehr ihr in eurer Wahrheit lebt und je mehr ihr euch traut, auch vielleicht ihr selbst zu sein, einzigartig zu sein, desto mehr werdet ihr auch belohnt werden. Okay? Schauen wir weiter. Da fliegt sie davon. Und wir haben ein Commitment, also eine Verpflichtung. Ich glaube, die Karte habe ich noch nie gesehen. Das ist ja ein Ding. Wir haben, also Commitment im Englischen, das kann eine Beziehung andeuten. Also falls ihr gerade eben auf der, auf der Suche einer Beziehung seid. Ich habe heute irgendwie Sprachfehler. Falls ihr auf der Suche einer Beziehung seid, dann lässt diese auch nicht mehr lange auf sich warten. Aber die ganzen fliegenden Herzchen, seht ihr das? Also da könnt ihr auf jeden Fall Herzchen und Sternchen. Also ganz viel Liebe fliegt hier durch die Luft. Ah, und da ist auch noch eine andere Hand. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier hält, zwei Menschen halten sich hier an den Händen oder legen die Hand ineinander. Also, falls ihr da sucht, da kommt der richtige Partner, die richtige Partnerin wird kommen. Okay, da braucht ihr keine Sorge haben, gerade wenn ihr in eurer Wahrheit bleibt. Denn nur dann kann sich die richtige Person auch finden. Ja. Sollte es hier um Job gehen, um das richtige Haus und so weiter, das kommt. Commitment heißt eben Verpflichtung. Ich gehe eine Verpflichtung ein, indem ich beispielsweise einen Arbeitsvertrag unterschreibe oder einen Hausvertrag, also ne, einen Mietvertrag oder einen Kaufvertrag oder eben eine Beziehung eingehe. Auch das ist eine Verpflichtung. Ne? Ich verpflichte mich, mit dieser Person zusammen zu sein. Nicht jeder hält diese Verpflichtung für durchführbar oder so. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Aber hier ist eine Verpflichtung für dich, zeichnet sich schon ab. Okay, also da sei unbesorgt, das kommt, auch wenn es sich momentan noch nicht so anfühlt. Okay, so, dann schauen wir nochmal weiter auf die Tarotkarten zu guter Letzt. Wohin sich denn Jungfrau weiterentwickelt. Und hier kommt tatsächlich nochmal die 7 der Schwerter raus. Okay. Oh, vielleicht hast du das Gefühl, du pickst dir die Rosinen raus. Das ist okay. Ja, es geht ja darum, dass du jemanden oder etwas findest, was zu dir perfekt passt. Ja, vielleicht hast du halt jemanden in deinem Ohr, der dir das sagt. Du hast so hohe Ansprüche. Der Stern hat sich kurz umgedreht. Du hast so hohe Ansprüche. Du wirst niemals jemanden finden. Du wirst niemals den perfekten Arbeitsplatz finden. Es gibt den perfekten Arbeitsplatz nicht. Es gibt das perfekte Haus nicht. Kommt euch das bekannt vor? Wir haben den Turm. Vielleicht ist es auch tatsächlich auf dem Kopf. Ich werde mal schauen. Ich habe bisher keine auf dem Kopf gelesen.
Nee, okay, es ist auch nicht auf dem Kopf. Also hier der Turm, es wird sich ändern. Ja, also das, was momentan sich so stagnierend anfühlt und so, als würde nichts passieren, ihr werdet euch noch umgucken, weil es kann sein, dass hier etwas sehr, sehr schnell geht. Okay? Also sollte es zum Beispiel, ne, Liebe ist halt immer ein gutes Beispiel, sollte es hier sich um einen Partner drehen, dann kann es sein, dass ihr sehr schnell eben in einer Beziehung mit eurem, also mit dem zukünftigen Partner, der zukünftigen Partnerin seid oder sehr schnell heiratet oder also vergleichbar schnell. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, also ich habe keine Ahnung, meine vorherigen Beziehungen waren alle irgendwie 5, 6 Jahre, bevor wir zusammengezogen sind oder so, dann wird das halt vielleicht 2 Jahre sein oder ein Jahr. Ja, ein Jahr ist schon schnell, ne? Aber es geht auf jeden Fall relativ schnell. Und zwar so, dass du denkst, das ist wie auf einer Achterbahn, mir geht das nicht ein bisschen langsamer. Aber das ist okay. Ja, also ich glaube, ihr könnt auch sehr gut sagen, ein bisschen Piano, das wird okay sein, aber dennoch, ihr werdet so ein bisschen von den Socken gehauen sein. Ne? Also von dieser Situation vielleicht auch, ne, falls es ein Haus oder ein Job ist, dass alles sehr, sehr schnell geht, dass sie dich sehr, sehr schnell einstellen wollen. So, hey, kannst du vielleicht schon nächste Woche anfangen? Wir brauchen dringend jemanden und du sagst, ja, okay, irgendwie kriegen wir das hin. Oder ne, sie müssten sich morgen entscheiden, ob sie das Haus kaufen oder ähnliches. Ne? Also von daher, da kann so ein Faktor des etwas Überrumpeltseins auch drin vorkommen. Ne? Also seid euch da oder erschreckt euch da nicht, sagen wir es mal so. Okay, dann schauen wir mal weiter. Okay, wir haben die 5 der Kelche. Trauer. Interessant. Ich glaube, da lasst ihr irgendwie Gefühle los, aufgestaute Gefühle, die noch aus eurer Vergangenheit sind. Weil als die 7 der Schwerter sich ja umgedreht hat, die hatte sich schon umgedreht aus der Situation, wo ihr jetzt quasi rauskommt. Also ich glaube, hier war eine Situation, in der ihr eben den Kürzeren gezogen habt, in dem ihr übervorteilt worden seid, betrogen worden seid und ähnliches. Und ich glaube, diese neue Situation wird euch vor Augen halten, wie schlimm das eigentlich war. Das ist nicht schlimm, okay? Es werden Emotionen hochkommen, die mit einer alten vergangenen Situation zu tun haben, nicht mit der kommenden Situation. Aber eben, ihr seid halt jetzt vielleicht getriggert, wenn es beispielsweise eine Beziehung war. Die alte Beziehung war nicht die beste, würde ich mal vermuten. Und es kann sein, dass hier halt Dinge in der neuen Beziehung auftauchen, die euch triggern, weil es alte Wunden öffnet aus eurer Vergangenheit. Okay, es ist aber dazu da, damit ihr die auch loslasst. Also idealerweise holt ihr euch jemanden, der euch da ein bisschen durchhilft, einen Therapeuten, eine Therapeutin, ne, die da auch ein bisschen steuern kann und reflektieren kann, ob es alte Wunden sind oder ob da etwas in der Beziehung schiefläuft. Aber ich denke, ihr habt so sehr an euch gearbeitet. Ich glaube tatsächlich, es sind alte Wunden, die da aufgemacht werden. Okay? Dann haben wir den Page der Stäbe. Also hier ist auf jeden Fall wieder was Neues. Wir hatten auch eben den, oh, hier drauf gespuckt. Wir hatten auch eben den, das Ass der Stäbe, ne? Und das ist sehr ähnlich in der Energie. Denn der Page der Stäbe ist natürlich auch eine recht junge, neugierige Energie, ja. Jemand, der sehr gerne reist, jemand, der gerne neue Dinge erlebt, neue Kulturen in sich aufsaugt, ja. Jemand, der sehr neugierig ist. Und ich glaube, dass ihr diese Neugier öffnet für euch selbst.
Ja, dass ihr vielleicht auch mehr reisen werdet, dass ihr neue Dinge erleben werdet. Vielleicht werdet ihr sogar noch mal Teil einer anderen Kultur, vielleicht auch durch eine neue Person hier. Ja, dass du jemanden kennenlernst, der aus einer anderen Kultur stammt. Und hier, ja, ich sag mal, so Clash der Kulturen, ne? Culture Clash. Also so etwas könnte passieren, aber das öffnet auch den Horizont. Von daher sehe ich das als sehr, sehr positiv hier, okay? So, eine letzte Karte für Jungfrau. Wow, wir haben nochmal eine Schnelligkeitskarte. Also hier, die Veränderungen kommen schnell. Es ist jetzt nicht noch ewig hin. Auch wenn es sich momentan sehr stagnierend anfühlt, darfst du darauf vertrauen, dass alles recht schnell vonstatten gehen wird. Das wird dieses Jahr noch sein. Also besonders, wenn du jetzt zum Zeitpunkt des Uploads schaust, ja, es ist Mitte des Jahres gerade noch, das wird definitiv, da wird sich eine Änderung ergeben dieses Jahr, auf jeden Fall. Falls du jetzt Anfang des Jahres guckst, ja, auch. Also vielleicht, wenn du jetzt im Dezember guckst, das wird innerhalb des nächsten halben Jahres, denke ich, wird das hier alles vonstatten gehen und in Bewegung kommen. Also erschreck dich nicht, es geht sehr, sehr schnell, okay? Und wie gesagt, auch wenn Emotionen hochkommen, hab da keine Angst vor. Die sind da, um auch entlassen zu werden wieder. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben dort, lasst mir einen lieben Kommentar da und ein Abo, sodass ihr nichts mehr verpasst und meinen Kanal groß und stark machen könnt. Und falls ihr mich darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr mir ein Trinkgeld da lassen, zum Beispiel über den Super Thanks Button. Ihr könnt mir auch ein Geschenk zukommen lassen, natürlich kanalbezogen, und zwar über den Amazon-Link der Wunschliste. Das lasse ich euch in der Infobox und im angepinnten Kommentar da. Ich sage danke, ja, dass ihr da wart. Wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin!